So Jungs, da sind wir. Golfplatz Wannsee. Mann, Mann, das wird irre. Also, ich find's ja allgemein schon ganz schön mutig, einen Golfplatz am Wannsee zu bauen, Alter. Ein falscher Schlag und die kleinen Bällchen verschwinden auf Nimmerwiedersehen im Wannsee. Aber die Wannsee ist nicht gerade in der Nähe. Also, die Chance, dass die Ball in die Wannsee fällt, ist 1 zu 1 Million. Aber du, Howard, mal ganz ehrlich, so unter Freunden, ich hätte da mal eine Frage. Du bist ja nun schon über 10 Jahre hier in Deutschland unterwegs und du sprichst immer noch nicht dialektfrei Deutsch, ey. Ist dir das nicht langsam ein bisschen peinlich? Well, Mord, du seist schon über 20 Jahre auf der Schule und dein IQ ist auch nicht wirklich gestiegen, geschweige deine beruflichen Erfolgschancen. Lenny, langsam versteh ich echt, ey, was du an dem Howard nicht leiden kannst, ey. Der muss immer Salz in die Wunde legen. Immer drauf, ey. Dass der sich nicht mal schämt? Ja, Mord, das habe ich über 30 Jahre jeden Tag was mit dem erleben müssen. Und nun weißt du auch, warum ich den absoluten nicht abkann. Und immer so Sprüche auf Lager. Und dann kam noch sein Sohn. Wayne, mein Sohn Wayne, ich verstehe gar nicht, was ihr mir dran auszusetzen habt. Aber mein kleiner Wayne ist ein ganz kleiner Junge. Der Kleine, der ist 32 Jahre alt, Howard, ey. Du musst mal langsam lernen, loszulassen. Ey, der muss raus. Der muss in die Welt. Der muss die entdecken, sozusagen. Ja, das wollte ich ihn auch hier gerade fragen, Werner, ey. Ich frag mich nämlich auch, ob das dem Golfspielern gefällt, ey. Wenn hier 4 Deppen picknicken wollen, während die Leute hier spielen möchten. Well, meine Freunde, wir wollen nicht picknicken. Wir wollen ein paar Löcher spielen. Ey, Howard, ich wusste ja schon immer, dass du ein schwerer Nöter bist. Aber du, ey, dass du das so nötig hast, an den Löchern hier rumzuspielen. Alter, Howard, ein Tipp unter Freunden, du. Ich würde dir sagen, geh in den Puff. Du, Moat, ich glaube nicht, dass der die Löcher meint, die du meinst. Ich denke mal, der meint die Golflöcher. Ich sag doch, der Howard, der ist krass drauf, ey. Ich meine, hey, das Leben ist halt nun mal so. Leben und Leben lassen, sage ich immer. So ist das eben, Lenny, ne? Jeder hat so seinen Fetisch. Die einen, die mögen Schuhe, die anderen machen es eben mit Kuscheltieren. Und ich glaube, der Howard, das ist so einer, der steht auf Golflöcher. Moat, du, der Howard, will einfach mal golfen. Eine Runde golfen. Ich glaube, das nennen die so in der Golfersprache. Ach, so ist das. Ey, lass uns mal ein paar Löcher spielen, bedeutet also, lass uns mal golfen. Ist ja krass. Du, sag mal, Lenny, denkst du, ich bin von vorgestern? Ich dachte nur, der Howard, der kann schon wieder nicht richtig Deutsch sprechen. Der dialektelt hier wieder was zusammen mit seinem Bruchdeutsch rum und... Well, das sind eine klassische Missverständnisse. Ja, so sieht's aus. Ihr könnt ja mal spielen. Ich meine, ich trinke hier nebenbei meinem guten alten Tee und ich esse eine Stulle. Ich höre bei mir, sagt heute am Telefon, dass wir hier picknicken und ich habe extra meinen guten Tee mitgebracht. Stulle auch noch mit dabei und noch andere Sachen. Ich glaub's ja nicht. Das war sicher Werner. Boah, Mann, ey. Ich hab Howard extra gesagt. Er soll Werner das richtig erklären. Das ist das stille Postsyndrom. Einer sagt so dem anderen weiter, wie er es aufnimmt, wa? Das klingt eher nach Stasi. Aber egal. Los, Howard, nimm das Eisen. Auf geht's. Nee, lass mal, ey. Lass mal die Eisen drin. Ich ess gerade hier, ey. Ich hab keine Lust auf eine Ekelshow. Moat, weißt du was? Sei einfach mal leise und schau zu. Stell dich hinter uns und schau den Profis beim Golfen zu. Ja, ist ja schon gut. Ey, nur gut, dass ich das gestern nicht bei meinem Facebook gepostet habe, ey. Boah, das wäre was geworden. Hätten wir hier jetzt 1000 Leute, die essen und nur du und dein Bruder, die Golf spielen wollen. Das wäre was geworden. Was du nicht sagst, Werner. Na, wir werden uns das mal ganz in Ruhe angucken. Ich bin ja gespannt, was hier noch so passiert. So, I take die 9er Eisen und now mit Schwung. Ganz gut gemacht, Howard. Das hast du echt klasse gemacht. Hey, ich stehe direkt hinter dir. Kannst du nicht mal gucken? Und nun das, ey. Das war's. Mein Tee. Klasse. Alles verschüttet. Well, das erinnert mich an meinen Sohn Wayne. Als ich damals mit ihm in Südafrika Golf spielen war, ich wollte spielen die letzte Loch mit einem 5er Eisen. Und Wayne war zu der Zeit noch so ängstlich und stand direkt hinter mir. Okay, aber ich hoffe, das bleibt hier jugendfrei, ne? Yes. Also, ich hole aus. Und auf einmal höre ich nur meinen Sohn Wayne winseln und sich an den Boden liegen. Er hat verdreht seine Augen, ich dachte schon, er hat Tollwut oder das muss der Teufel befallen sein. Weil ein wenig Schaum kam aus seinem Mund, da brachte ich ihn in ein Dorf zu den Schamanen und meinte, dass er dort von einem Teufel befallen wäre. Boah, ist ja wohl krass. Du hast also beim Ausholen einen 9er Eisen zwischen die Eier von Wayne versenkt? Krass, Alter. Hey, ey, der Wayne. Es ist echt ein Wunder, dass der kleine Cowboy noch krabbelt. Ja, Werner. Einfach vorne lang und dann noch 200 Meter links. Da gibt's ein Bistro. Da kannst du dir was zu trinken holen. Ey, bring mir auch was mit, Werner, du alte Rübe. Ich nehm 2 Blöbräu, wenn die das hier überhaupt haben. Apropos haben. Ey, du Lenny. Darf ich auch mal den Schläger
so haben. Ich will ja mal... Ah, der Herr Mord, der will mal testen. Ganz genau. Also, nun nehme ich hier das, also den 9er Eisen und hol also nun aus. Richtig mit Schwung und buh. Mann, Mord, du hast aber voll verzogen. Der Ball macht voll nördlich. Und ausgerechnet jetzt weg vom Spielfeld. Oh Gott, wo landet er? Mann, jetzt liegt der Werner am Boden. Alter, du hast Werner mit dem Golfball abgeschossen. Was rennt denn der da auch vorne rum, Mann? Das steht doch überall hier groß und fett auf den Schildern. Beim Betreten der Grünanlage bitte aufpassen. Echt toll. Hm, meinst du wirklich? Meinst du, das hat Werner schlimm erwischt? Ey, das ist mir total egal. Das Einzige, worum ich mir gerade Sorgen mache, ist, wie ich nun an meine zwei Bier komme. Ganz großes Kino, Alter. Ey, nicht mal auf Werner kann man sich verlassen. Dann lass uns doch mal abbrechen und zur Schenke gehen. Golfen macht durstig. Das ist das erste Vernünftige, was heute aus deinem Mund kam, Lenny. Na, lieber spät als nie. Ganz genau. Los, kommt ihr beiden, auf in die Schenke. Und was machen wir mit Werner now? Wir können ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Na logisch, klar können wir das. Ach, der alte Mann, der kommt schon klar.